Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Und wie ihr seht, sind wir vor der Pokémon-Liga, was auch bedeutet, dass wir jetzt wieder zu zweit aufnehmen. Und deswegen ist der Kilian jetzt wieder auch mit am Start. Hi, ich bin wieder da. Und wir haben jetzt offscreen noch ein gutes Stück trainiert. Das heißt, wir haben hier unser Metacross entwickelt. Und die anderen haben wir alle auf 65 gebracht. Und wir haben zwei Pokémon ausgetauscht. Für Zekrom und Ramov. Hat's ja doch noch was gebracht, dass ich den Meisterball auf dem Viech vergessen habe. Ja. Und ja, ich würde behaupten, wir gehen jetzt einfach in die Liga rein. Ich werde. Du darfst dir selber aussuchen, welche drei du machen willst. Genau. Ich mach den letzten und Lauro. Also ich muss jetzt einfach hinlaufen, genau. Also da ist Geist, weiter hinten Unlicht, auf der anderen Seite Psycho und vorne Kampf. Psycho und Kampf. Dann gehe ich auf Psycho, glaube ich. Das 2 hat ganz gut. Nee. Wenn du auf Psycho gehen willst, da war am besten entweder Zekrom, weil ich dem eine Dunkelklaue beigebracht habe, oder Firefly, weil der mit Käferattacken durch die Psycho-Pokémon recht gut durchsweepen kann. Aber Firefly ist eh Level 70, mir ist egal, was du damit ich machst. Ich gehe Firefly. Ich habe nämlich so ein bisschen eine Abneigung gegen Legendäre-Pokémon. Okay. Ansonsten kannst du auch Nick verwenden, sofern du ein bisschen Glück hast und der Vielender nicht daneben geht. Ja, also der dürfte eh kein Problem sein für unser Team. Ja, da haben wir mehr als genug Konter, also gerade gegen Psycho und Unlicht sind wir mehr als genug ausgestattet. So, die redet wahrscheinlich das gleiche wie das letzte Mal, oder? Ich glaube nicht ganz, aber ich bin mir nicht sicher. Was zum Kuckuck? Wer besitzt die Dreistigkeit, mich bei einem... Ja, okay. Das fängt schon direkt wieder an mit dem Verlesen. Mich bei meinem wohlverdienten Schönheitsschlaf zu stören. Denn... Ach du schon wieder. Noch immer ein Paradebeispiel für die Einheit von Stärke und Sanftmut. Oh, seit unserem letzten Kräftemessen scheinst du ja nochmal ein ganzes Stück besser geworden zu sein. Aber spar mir bitte einen langweiligen Kampf, denn ich bin ohnehin schon hundemüde. So. Okay. Dann mach mal die Katlea. Und ich wäre jetzt ganz, ganz stark dafür, dass du jetzt erstmal einen Falterreigen machst. Ach, ich hab gedacht, die hatte nur 4 oder 5 Pokémon. Nee. In der Rückrunde haben sie alle ein volles Team. Ah, okay. Und wie gesagt, ich wäre jetzt stark dafür, dass du jetzt erstmal mit einem Falterreigen anfängst. Okay, dann tun wir das auch. Ja, ich habe ihm noch Irrlicht beigebracht, weil die letzten Attacken, die er hätte sinnvoll hätte lernen können, die er hätte mit Level 90 und 100 gelernt. Oh, ist ganz schlecht. Oh mein Gott. Wahrscheinlich wecken auf. Ja. Einfach aufwecken, ich habe mehr als genug Zeug eingekauft und aufwecken müssten wir sowieso doch noch. Du musst auf Statusheiler gehen. Auf. Oh, aufwecken haben wir nur 3. Ja, das reicht doch. Ja. Also, solange man. Ja. So, und jetzt Käfer gebrummen. Ich zeige ihm, was ein Ramot alles tun kann. Ramot? Ah ja. Es ist ein Ramot. Ja, ich habe noch nie nur Ramot gehabt. Ramot ist ein verdammt starkes Pokémon. Da kannst du jetzt drin bleiben mit allem, was du willst. Wobei ich gegen den jetzt sogar noch einen Flammenwurf benutzen würde. Weil der hat eine. Ja, den triffst du nur neutral mit dem Käfer gebrummt. Also, mit dem Flammenwurf auch, aber Flammenwurf ist ein klein bisschen stärker. Ist sehr effektiv, aber. Du hast einen Falterreigen drin. Aber ich bin ja eh als erstes dran, von daher ist das gut. Ja, der Falterreigen macht einiges aus. Der erhöht deinen Spezialangriff, deine Spezialverteidigung und deine Initiative. Erstmal um eine Stufe, jeweils. Das sind 50% auf alle in diesen Werten. Ja. Ist auf jeden Fall kein schlechter Angriff. Ja. Können auch nur ganz, ganz wenige Pokémon. Nämlich alle Falter-Pokémon und Dressela. So, den auf jeden Fall mit Flammenwurf. Okay, der ist auf keinen Fall ein Problem, der Trainer. Dürfte eigentlich. Ja. Das reicht locker. Ich müsste jetzt eigentlich alles fast mal hinbekommen. Ja. So,
Mewtwo Mega, da kannst du wieder mit Käfergebrumm drauf. Bei der eventuell sogar noch einen überleben könnte, aber da bin ich mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Mewtwo Mega ist ziemlich bulky, aber ich weiß nicht, ob es ein Ramot mit einem Falterreigen standhält. Aber anscheinend nicht. Und was mit Leuten? Morbitessel. Ja, da kannst du auch gleich drin bleiben. Natürlich hat zwar eine wahnsinnige Spätzle, aber. Käfergebrumm einfach, das ist sehr effektiv. Also so leicht zu trennen, auch nicht so angenehm. Ja, das ist ein Ramot-Sweep. Ein Bronzong kommt noch, ja, Feuer, Flammenwurf und weg damit. Was ist das, Geist und Fall oder so? Stahlpsycho. Mit der Fähigkeit entweder mit Hitzeschutz oder mit Schwebe. Wir hoffen jetzt einmal mal, dass es Schwebe hat. Na gut, hat es aber anscheinend, also mit Hitzeschutz hätte es überlebt. Okay, das war schon mal der erste Trainer. Jupp. Wenn du dasselbe nochmal machen willst, dann gib dem Ramot jetzt irgendein Heil-Item, dass es wieder voll ist, und geh zu Astor. Weil mit Unlicht-Pokémon macht Ramot ziemlich genau dasselbe wie mit Psycho-Pokémon. Das mache ich aber erst nach dem anderen Trainer. Müsste noch jemand. So, gut. Heilung haben wir hier. Noch eine Tasche weiter, hier hast du. Hypertrank oder Kumu-Milch, eins von beiden. So. Okay, also mit wem willst du denn weitermachen? Geist? Kampf? Geist wäre am besten auch wieder. Ich würde am liebsten irgendwo kämpfen, wo ich Metacross oder Petri benutzen kann. Da wirst du. Also Petri kannst du bei Kampf benutzen. Aber der fällt halt auch relativ schnell um. Ja. Und Eugens Kampf-Pokémon sind alle relativ bulky. Aber gegen ihn kannst du auch Tryhard benutzen. Der hält auch einiges aus, und seinem Zernkopfstoß sollte da drin einiges wegmachen können. Also die beiden gerade musst zu Eugen gehen. Also genau. Selbe Seite, nur vorne. Okay, dann versuchen wir das. Weil der letzte Kampf, der wird auf jeden Fall easy. Dann mit Firefly. Ja, Anissa ist die, für die ich noch am meisten Respekt habe, weil wir relativ wenig Sachen gegen Geist-Pokémon haben. Ja, okay, ich habe ja auch alle Unlicht. Monster oder beziehungsweise Necken, weil das einzige Unlicht habe ich auch rausgeholt. Ja, also Zekrom hat eine Dunkelklaue, das sollte einigermaßen reichen. Ja, ansonsten müssen wir uns auf ihre zwei Typen stürzen, sie hat auch noch relativ viel Wasserschwäche mit drin. Das heißt, wir können auch mit Nick einiges anstellen. Und vor allem, wenn wir Nick einmal durchboosten können mit einem Schwertanz, dann sollte das auch kein allzu großes Problem sein, weil ihr dann mit Kalklinge und Wasserdüse einiges aufräumen kann. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich nicht booste und das Pokémon stirbt und ich Beleber benutze? Ist es dann immer noch geboostet? Sobald das Pokémon weg ist oder ausgetauscht wird oder sonst irgendwas, sind alle Boosts weg. So, ein Kapilz hast du da vor dir. Der Pilz wird höchstwahrscheinlich schneller sein. Also du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder Agilität oder Zen-Kopfstoß. Agilität sorgt dafür, dass du eh schneller wirst. Ich sollte Agilität als erstes jetzt einfach nur, dass ich allgemein jetzt erklären kann. Obwohl, nein. Ist okay. Für einen Kapilz war das echt okay, weil Kapilz ist scheiß stark. Jetzt ein Zen-Kopfstoß und hofft, dass er stirbt. Ja, jetzt bist du schneller. Bei Metagross brutalem Angriff, der hat ja, ich glaube, genauso viel Angriff wie Ramot Spezialangriff. Sio Testo. Ja, genau so. Der wird es zwar höchstwahrscheinlich überleben, weil der ist ganz schön bulky, aber Schaden wird es auf jeden Fall machen, wenn du Glück hast, streckt er zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in der Edition ziemlich wenig interessante Psycho-Pokémon passen. Och, allein dass Zyto Mega und Morbitessel hier dazugekommen sind, finde ich schon recht interessant, die beiden.
Oh, da hast du eine doppelte Psychoschwäche. Du kannst aber auch mit Erdbeben draufhauen. Aber mit seinem Kopfschuss machst du auf jeden Fall One-Hit. Das ist das einzige Pokémon, das eine Doppelschwäche gegen Psychoattacken hat. Also Essen seine Vorentwicklung. Das ist das einzige Giftkampf-Pokémon. Gegen was ist ein Gift stark? Nur gegen Pflanze und Fee. Und Feen gibt's hier noch nicht. So. Den wirst du höchstwahrscheinlich nicht one-hitten können. Aber Schaden machen wirst du auf jeden Fall. Das wird eng. Aber ich glaube nicht, dass du es überlebst. Wollte ich jetzt einfach Petri? Ja, Petri rein und Akrobatik. Petri müsste eh schneller sein. Also im Meistergriff ist arschlahm. Petri ist richtig schnell. Da machen die paar Level Unterschied auch nicht wirklich was aus. Ja, da kann ich schon beim Trainieren gemacht. So Petri war fast immer erster. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Base-Inne der hat, aber auf jeden Fall ist er noch über 100. Irgendwo bei 112 kann das sein. Karadunis. Ja, der hat zwar höchstwahrscheinlich eine Robustheit, aber gib ihm einfach eine Akrobatik. Wehtun wird es ihm auf jeden Fall. Es ist eine Step-Akrobatik ohne Item. Ja. Und Steinkante, die wird höchstwahrscheinlich töten. Oder ich hätte einfach Nekro mal Wasserdüse. Nee, mach keine Wasserdüse mit Nick, mach einen Schwertanz. Der hat seine Top-Genesung noch nicht rausgehauen. Achso, okay. Schicken rein, mach einen Schwertanz. Der wird eh eine Top-Genesung raushauen, so wie ich ihn kenne. Ja. Siehste? Ja, so. Ja. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wer von den beiden schneller ist, aber ich meine, Karadonis ist schneller, aber hau ihm trotzdem erstmal eine Klinge rein. Nick ist ein bisschen zu bulkig, als dass er gewonnen wird. Außerdem haut er eh daneben. Jetzt kannst du ihm die Wasserdüse nochmal hinterherhauen. Egal, ob er jetzt nochmal. Oh nein, oh mein Gott, verklickt. Egal, so schön ist es. Ja, jetzt haben wir halt zwei Schwertänze drin. Hat halt dreifachen Angriff. Jetzt kannst du auf jeden Fall Wasserdüse sweepen. Ich bin gewohnt, dass Wasserdüse nicht auf dem Platz ist. Ja, die Attacken haben sich ein bisschen umgeändert. Ich habe sie nochmal ein bisschen umsortiert, wie der Schwertanz mit da reingekommen ist. Und die Schuhe hat er noch. Einfach drin bleiben und Wasserdüse drauf. Okay, da warst du nicht so schlimm, dass ich mir zwei Minuten pusten kann. So, eine Wasserdüse sollte auf jeden Fall sehr, sehr tödlich jetzt sein. Die Schuhe hat jetzt nicht unbedingt die besten Def-Werte. Und mit dreifachem Angriff tut man sich schon wesentlich einfacher. Okay. Dann müssen wir jetzt zwei beleben. Hm. Dann kann man ja schon zum letzten. Ja, musst du wissen, ob du Geist oder Unlicht machen willst. Ich gehe auf Unlicht, dann einfach. Ja, dann Rambot nach vorne und das Spiel von der Psycho-Tussi wiederholen. So, aber die beleben. Ja, trotzdem wieder beleben. Wie du siehst, ich habe ordentlich eingekauft. Das Geld dürfte doch mittlerweile fast wechseln. Och, ich habe auch ein bisschen was verkauft von den Items, also, die wir noch so zu verkaufen hatten. Schmeiß ihn noch ein paar Kumumilch oder Übertränke rein und dann passt das schon. Ich hab nur eine Erinnerung, als ich Metacross gefangen hat, dass ich da ungefähr die Hälfte am Geld für Pokéball rausgehauen. Ja, aber ich habe allein durch das Verkaufen von den ganzen Nuggets und Perlen und allem möglichen, was wir hatten, so habe ich mehr Geld schon wieder reinbekommen, als ich für die ganzen Heil-Items. Ja, hier ist Unlicht. Geist ist vorne. Lässt du mir wieder die schwerste übrig. Die Anissa. Und danach noch Lauro, wobei Lauro jetzt nicht wirklich schwer ist. Die einzige Schwierigkeit an ihm ist, dass er 5 Level mehr hat als die anderen Idioten. Oder 4. Sein Team ist insgesamt wesentlich schwächer als das von den anderen. Aber
leveltechnisch ist er den anderen halt 4 voraus. Das macht den seinen Kampf doch ein bisschen anspruchsvoller. So. Ja, einmal mal schauen, ob du das Spielchen mit Ramoth wiederholen kannst. Ja, je nachdem, mit was er anfängt. Ich meine, Mannhit werden wir wahrscheinlich nicht sind, von daher. Ja, ich habe seine DV-Werte mal überprüft. Der hat einen relativ guten Death-Wert. Seine anderen Werte sind allerdings ziemlich bescheiden. Die sind irgendwo im Einstelligen. Tohaido. Okay, gerade mit dem fängt er an. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich kann wechseln. Aber mehr nicht, er hat auch mehr nicht. Du kannst Zekrom reinschmeißen für den, ja. Weil der kommt mit einer Wasserattacke und da kann man sich ziemlich sicher sein. Und Zekrom resistet dem Ganzen recht gut. Zekrom hat eh eine gute Verteidigung. Ja, Kaskade. Hier hätte Ramoth wehgetan. Ja, das wäre. Und zwar noch Kreuzdonner. Gib ihm einfach einen Kreuzdonner und fertig. Ach, Erdbeben kann der auch noch. Ja, er hat's überlebt. Das ist sehr schön. Das Tohaido wird das jetzt nicht überleben, aber wenn der Rauhaut hat, ist Zekrom jetzt auch kaputt. Ja, gut, aber ich... Er hatte keine Rauhaut drauf. Okay, Rabigator. Da schmeißt du ihm jetzt... Boah. Schwierig. Nick oder Firefly, einer von den beiden. Eine Attacke musst du halt überleben. Und gut, Rabigator hat jetzt, sofern er keine Steinkante hat, nichts Effektives gegen Ramoth. Aber das ist halt mehr so ein bisschen besser schon draußen. Ja, also... Boost ihm auf jeden Fall einen Falterreigen rein. Und dann einfach mal hoffen, dass er keine Steinkante hat. Oder keinen Steinhagel, weil die Steinattacken hauen ihn instant weg. Ja, Katapult, das ist auch schlecht. Das sollte auch für einen One-Hit reichen. Knapp. Oh, es hat ganz, ganz knapp nicht gereicht. Dann gib ihm jetzt einfach angreifen mit Käfer gekommen. Ja, stimmt, wenn ich heal, dann mach ich einfach nochmal Angriff und dann wird's ja. Da könnte der Zufallswert hier dich noch schön verarschen. Bei so wenig KP, wie du da überlegt hast, das könnte ein Zufallswert ausmachen. Okay. Heilen können wir uns erst, wenn wir uns sicher sind, dass er irgendein Pokémon hat, was keine Gesteinattacke kann. Hydrokex kannst drin bleiben. Der. Mach einen Flammenwurf. Macht mehr. Der resistet mit seinem Kampftyp Käferattacken. Kann der jetzt sogar Robustheit haben? Hydrokex nicht, nee. Okay, oh, jetzt sind wir direkt. Kopfstoß. Okay. Naja. Kann ich ja noch haben. Was du reinhauen kannst, ist Petri und einfach eine Akrobatik machen. Das sollte ihn umhauen. Selbst wenn er ein Heil-Item benutzt, dann kannst du danach nochmal draufhauen. Einfach Akrobatik drauf. Petri ist eh schneller, Hydrokex ist nämlich ziemlich lahm. Und Drag. Der hat nur eine Bodenschwäche. Du kannst versuchen mit Tryhard und Erdbeben machen. Ja, das passt ja dann. Obwohl der doch schon ein bisschen mehr Probleme gemacht hat, ist ja noch. Oh ja. Tryhard hat hier zum Glück auch noch keine Unlichtschwäche. Hätte er nämlich in der 6. Generation gehabt, da hat nämlich der Stahltyp seine Resistenz gegen Unlicht- und Geisttypen verloren. Feuerzahn. Er ist nicht sonderlich stark. Nur eine Verbrennung wäre schlimm gewesen. Einfach nochmal drauf. Volltreffer, Burn oder Flinch. Das ist alles das Schlimme, was passieren kann. So, was kommen wir jetzt? Leopard, da. Ist ziemlich egal, was du dagegen reinsetzt, aber Tryhard solltest du austauschen. Der hat zu wenig KP und Leoparde outspeedet ihn. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von den beiden schneller ist, gerade mit dem Levelunterschied.
Ja, mach eine Kehrtwende. Für den Fall, dass Cleopatra doch schneller ist. Ich bin mal, aber ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden schneller ist. Es kommt ein bisschen auf die EV und die DV an. Muggelhieb, okay, der hat Prio. Und dann nochmal Kehrtwende. Okay, er ist schneller. One-Hitten wird das jetzt zwar höchstwahrscheinlich auch nicht, oder? Okay. Dann schnappst du dir jetzt Nick und gibst ihm eine Wasser, oder? Wobei, hat er schon Heil... Er hat noch kein Heil-Item rausgeschmissen, dann ist das wieder die super Gelegenheit, einen Schwertanz rauszuhauen. Oh. Okay, Anziehung ist jetzt blöd. Das... Ich hätte ihn jetzt ausgetauscht, aber gut. Ich hab trotzdem was angreift. Obwohl, in N70, ich darf das nicht immer schätzen. Das ist eine 50% Chance und ich würde ihn einfach raushauen. Gegen sowas wie Anziehung ist man da relativ machtlos. Die einzigen, die dagegen immun sind, sind Tryhard und Dahir und die sind ziemlich geschwächt. Petri ist halt scheiße, wenn ich ihn von mir weggeklatscht. Du kannst jetzt Zekrom als Opfer reinschmeißen. Ach, das wäre. Dann einfach sicher auf. Ich würde fast Atmurai dann sicher reinhauen. Ja. Ich hab nichts gedacht, weil P3 schon. Das gibt uns jetzt nochmal Gelegenheit. Warte, mach nix. Gib da hier mal einen Top-Trank. Oder einen Hypertrank reicht auch. Ist fast dasselbe. Es sind nur ein paar KP Unterschiede, es wären 6 KP, die du nicht teilst. Der Tiefschlag, der gibt jetzt nochmal Möglichkeiten, weil der den jetzt in den Sand gesetzt hat. Ja, das ist sehr schön. Dann gibst du ihm jetzt einfach einen Kreuzdonner. Jetzt ist er aber sehr verzweifelt, wenn er Aero was macht. Oh, das sind schon 22 Minuten. Ja, den kann man noch fertig machen. Cesurio. Wir haben nichts mit Kampfattacken, oder? Schmeiß Petri rein und gib ihm ein Erdbeben. Das Schlimmste, was kommen kann, ist ein Tiefschlag. Und überleben wird das wahrscheinlich sowieso. Cesuri hat eine gute Def. Aber auf jeden Fall erstmal schön reinhauen. Nachtief. Mal schauen, wie stark wir. Ob wir den überleben? Nee. Nö, mit dem Volltreffer erst recht nicht. Was hat die sind, das weiß, oder? Könnte knapp werden, aber es sollte reichen, ja. Ich sehe das schon, weil dein Part wird gleich den Abstand so müssen wir noch ein bisschen länger. Ja. Ich denke, bis 25 Minuten ist okay. Okay, hat doch nicht ganz gereicht, ja. Ohne Schwerttanzboost ist das immer so relativ. So, du heilst jetzt nochmal schön alle Pokémon und dann mach ich. Ja, danach mache ich weiter. Und hoffe mal, dass ich an Anissa einigermaßen gut vorbeikomme. So viel Text gab's noch nie. Ja. Das ist unwichtig. Ich glaube, Anna ist besiegt. Meine zwei sind. Komisch, mach ich schon. 100. Doch, dann ist das, weil dann sag ich mal zurück. Ja. Und ich glaube, ich lasse die Firefly gleich vorne, weil das ist das beste Mittel gegen ihr erstes Pokémon, das sie hat.
Weil da habe ich mehrere Vorteile in einem zusammengefasst. Sie kann mich nämlich weder mit einem Irrlicht verbrennen, noch hat, und außerdem hat sie nur ihren Spukball-Step, der mich einigermaßen trifft. Okay, da haben wir jetzt die 25 Minuten. Dann gibt's die nächste Folge bei Killian und ja, dann tschüss.